Okay. Ich habe jetzt gerade nichts auf meinen kleinen Dings da gesehen, aber gut. Edurna. Ja. Ja, Sam, egal was du gerade gesagt hast, ich sag mal. Oh, ich hoffe, hier sind keine mehr. Hm. Oder war das das jetzt? Also, jetzt hier mein Gerät, das gepiept hat. Okay. Na, willst du dich mitnehmen? Doch, willst du mitnehmen. Was ist der andere Dude? Das war nicht nur einer. Wechsel mal lieber das Magazin. Oh, ich hab nicht mehr viel für die, ne? Hm. Spring! Dankeschön. Wie convenient. Dass der tatsächlich gesprungen ist. Ich glaube, da oben geht's weiter. Okay. War das hier draußen wirklich nur für den Typen? Okay, dann ist das eben nur für den Typen gewesen. Dann gehen wir mal weiter. Da ich nicht mehr so viel Muni dafür habe, muss ich leider jetzt die hier nehmen. Nein, die hier wollte ich nehmen. Die hier wollte ich nehmen. Okay. Die tun mir nichts. Die tun mir nichts. Die Maus tut mir erst recht nichts. Türen, die von alleine aufgehen, sind normalerweise, ja. Nur Horrorhäusern vorgesehen, ne? Den sollte man nicht trauen. Türen gehen normalerweise nicht von alleine auf. Ne? Okay, der war wirklich tot. Ne? Warte. Dass man irgendwie nie weiß, wovon die kommen, ne? Von woher. Ja, das ist definitiv was Grünes. Ich höre doch noch was. Wo bist du? Komm ich hier durch? Hier komme ich durch, also gehe ich erstmal hier abgucken. Hier vielleicht noch was? Ah ja. Gut. Neben meinem leeren Akku haben wir ja doch noch was gefunden. Sehr schön. Aber ansonsten ist hier nichts drin, ne? Nee. Okay, da nicht. Oh, Dude, guck doch mal in die Kühlschränke. Oder generell in die Schränke. Skeditza. Ja. Okay, definitiv in der Richtung, wo wir hin wollen. Gleich. Okay. Ja, okay, gut. Dass man so nicht... das kann ich noch verstehen. Das ist nachvollziehbar. Ich hab dir Unrecht angetan. So, einmal hier. Du kommst hier nicht rein.
Jetzt meinte ich ernst, du kommst hier nicht rein. Ah. Hier komme ich dann in die Wohnung, ha? Huh? Ah! Ich hab voll erschreckt hier. Ah, nee. Ich hab mich jetzt serious voll erschreckt. Ah. Das gibt's nicht. Nein. Ah. Okay. Hier kommt man auch nur von der anderen Seite rein. Ah ja. Nehme ich dann dankend mit. Okay. Ah ja, hier kann ich. Das hier kann ich eintreten. Okay, ich sehe gut, so gut wie nichts. Ich dachte, eventuell. Hä? Dahinter ist doch was. Könntest du das bitte kaputt schlagen? Ich will jetzt eigentlich ungern Munition dafür hergeben. Das war interessant. Was habe ich da denn da Nettes bekommen für die Werkbank später? Okay. Für die Werkbank später, 2 Meter entfernt. Anscheinend. Warte, ich muss nur kurz... Ja. Genau. Ah, okay, draußen ist schon dunkel, deswegen. Das erklärt einiges. Ladegerätsteuerung. Eine elektrische Schaltung, die entwickelt wurde, um den Ladevorgang zu steuern. Dieser wird dadurch effektiver und die Akkus halten länger. Sehr schön. Das hier war nur der Wurfwaffenharnisch, ne? Soll ich den anziehen? Ich meine, der bringt mir nicht wirklich viel. Weil ich halt nicht wirklich viel mehr brauche an Wurfwaffen. Ich bräuchte halt eher den anderen Harnisch. Den ich mit Atium auch schon hatte. Das wäre richtig super. Aber ich glaube nicht, dass sie mir den Gefallen tun. Achso, ja, hier, ne? Okay. Okay, doppelläufig. Nachtsichtobjekt. Ja, komm. Kein Laser wäre mir lieber. Ja. Okay. Kurze Lauf- und Schalldämpfer, genau. Erweitertes Magazin nehmen wir auch. Gut. Ja, okay. Machen wir auch nochmal voll. Das reicht nämlich. Okay. Gut, dann können wir ja jetzt sparen. Dann können wir uns den Rest sparen. Okay, der wäre tatsächlich nicht an uns angekommen. Ah, okay. Ja, wieder was zum Sparen. Das kann ich brauchen. Ja, durch die Tür will ich jetzt ungern gehen. Das kostet immer so ein bisschen Zeit. Okay. Gehen wir mal. Ui. Oh, guckt euch das an. Das sieht so krass aus. Ah, okay, und hier ist auch der Totenschädel. Super, super platziert. Dann gut, dass uns hier unser Detektor auch immer gleich Bescheid sagt, dass man was finden kann. Guckt euch die. Oh, die sind ja voll süß. Der Pfeil, der zeigt nach oben. Aber der Pfeil, ich glaube, ich hängt. Oh nein. Der hängt ja in der Luft. Ach du Scheiße.
Oh, das ist aber eine neue super Art von Graffiti. Ja, also das gefällt mir. Also bitte. Irgendwann muss es so eine Art von Graffiti geben. Vor dem Dings, dass man das nur so abnehmen kann. Das nenne ich dann abnehmbares Graffiti. Das Ganze einfach irgendwo anders dann davor kleben. Oh nee. Ah. Das gibt's doch nicht. Oh nein. Oh Mensch. Ich meine, okay, ich habe ja schon fliegendes Gras gesehen, ne? Aber es ist doch echt. Das toppt doch alles. Eieiei. Ich kann doch nicht mit so einer Stimmung hier durchgehen. Das geht doch nicht. Ich kann mich doch nicht an meinen Arsch im Videospiel ablachen. Ich sollte doch Angst haben. Alter, halt die Klappe. Kann töten, Erde retten. Ich sollte hier doch mit einer zumindest etwas ernsteren Fassung durchgehen. Okay. Ja, nee, der war nicht wirklich gruselig. Hi. Mal hier wäre ich hingekommen, ne? Ja, nee, gut. Soll ich hier rein? Ja, bestimmt, weil ich mein. Man stört niemanden beim Looten. Hat dir das deine Mutter nicht beigebracht? Könnte nützlich sein. Sehe ich genauso. Deswegen looten wir es ja. Okay. Kein Bild für mich. Ah ne, er sammelt ja Noten, ne? Okay. Cool. Speichert er mal. Ah ja, was auch immer die machen, das hört sich richtig widerlich an. Nehmt euch ein Zimmer. Macht das woanders? Was auch immer. Wo ist der andere? Dich wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Ich wollte... Ah, die hier. Aber vielleicht sollte ich dich trotzdem erstmal nachladen. Gut, dann einmal wieder umwechseln. Obwohl, für den hätte ich auch gern... für die hätte ich auch gern Schalldämpfer. Oh, du hast Loot bewacht. Das erklärt einiges. Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Ah, und die kann ich wieder spielen. Oh, toll. Ich dachte, er spielt was anderes. Aber er spielt immer seine alte Leier. Kann ich brauchen. Okay. Hier das genauso. Ja. Schön, dass ihr alle hier Munition rumliegen habt. Wo bist du? Es hat sich angehört, als wenn er von hier käme, aber... komme ich doch gar nicht weiter. Aber es kann ja natürlich auch durchs Treppenhaus gekommen sein. Hier komme ich nicht weiter. Das ist nur ein Balkon. Vielleicht hier? Das hier sieht doch so aus, als wenn ich hier weiter käme. Oh, nee, von hier bin ich gekommen. Ich Idiot. Ah, okay, dann kann ich doch da gleich hinten mal gucken. Hey. Los, kühl dich mal an. Nee, von hier bin ich gekommen. Ich bin verwirrt. Ich weiß, merkt man mir gar nicht an, aber... Moment. Jetzt mal ganz logisch. Ah, okay. Nee, doch nicht. Oder doch. Doch, hier.
Genau. Oh. Bin ich doch nicht so. Schön Dreck. Ja. Du Mistding. Okay, dann gehen wir mal den Captain retten. Dummes Ding. Achtung. Wow. Also der stand eben noch nicht hinter mir. Ja. Oh, ich hatte Ladehemmung. Hab ich gesehen. Du schon wieder? Ja, ich schon wieder. Ja, ich. Lance Corporal Samuel Taylor, US Marine Corps. Nun dann, vielen Dank, Onkel Sam. No. Edward Baranov, Captain AD. Hm? Freut Weiß mich, ich. Ed. Wie bist du denn in diese Lage geraten? Das ist einer meiner Häfen. Ah ja. Normalerweise haben die Fallen unten gereicht. Okay. Die Krüppel hier wissen genau, dass sie sich fernhalten sollen. Anscheinend ja nicht. Lass uns gehen, bevor noch mehr eintreffen. Ja. Okay, hier ist glaube ich nichts. Blöde Biester. Du bringst dein Rudel um, aber es kommen immer mehr. Weiß ich. Hier ist nichts, okay. Brauchst du Hilfe? Ja, sieht so aus. Soll ich helfen? Hier mal, Sam. Hab ich gerade gefragt. Bereit? Bereit, wenn du es bist. Komm schon. Puh, wir haben es geschafft. Cool. Ich habe dich gerade 5-mal gefragt, ob ich dir helfen soll. Was ein gutes Zeichen ist. Bedeutet, dass ich noch lebe. Ja, das hätte ich dir auch sagen können, also, ohne. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Ja, und dann beschlossen die Banditen vom Kino eine Party für die örtlichen Bosse zu schmeißen. Ah ja, die habe ich gesprengt. Und sie dachten sogar daran, ein Rudel Krüppel von den Ruinen nebenan zu verjagen, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Interessant. Also kamen die armen Mutanten hier an und gerieten zwischen die Banditen und die anderen Gruppen in der Gegend. Der einzige Ausweg für sie führte nach oben. Das ist natürlich nicht so toll. Ich hätte sie besiegen können, aber die Ladehemmung... Ja, ich weiß. Gern geschehen. Hilfe? Ich hab dich gesucht. Hast du mit Tom gesprochen? Ja. Ja, mehr oder weniger. Er schlägt eine Abmachung vor. Ja, das macht er gerne. Brauchst du Hilfe? Du hättest doch fragen können. Ich hätte dir auch geholfen, ja? Das hätte auch ich machen können. Verdammt. Bin nicht so alt und... Ich hasse es, alt zu sein. Ja, mein Beat von Sing. Ich hoffe nur, dass es kein Räumer ist. Ja. Nee, ich glaube, wir haben ja alles. Gut. Also gut, mein persönlicher Retter. Setzen wir die Segel. Komm an. Sehr gerne. Vor uns liegt noch ein langer Weg. Ui. Okay, ich gehe da mal hier hin. Nee, wie gesagt, ich kann es nachempfinden, mein Knie tut auch gerade wieder weh. Ja. Wir können. Soll ich das wieder hochklappen? Sag mal, etwas ist hier während des Krieges passiert. Die Stadt scheint nicht getroffen worden zu sein. Wieso sieht sie dann so aus? Ja, es gab keine direkten Treffer. Die Bomben fielen alle ins Meer. Okay. Alle in einer schönen Reihe. Mhm. Mein U-Boot musste nicht mal schießen. Alle Ziele wurden ohne unsere Hilfe zerstört. Mhm. Wir fragten die Basis nach Befehlen, haben aber keine Antwort bekommen. Okay. Die Basis wurde natürlich getroffen. Also gingen wir hierher. Hier war das Hauptquartier. Mhm. Als wir die Stadt erreichten, war sie nicht wiederzuerkennen. Damals war es natürlich noch schlimmer. Allein ich stelle mich mal hier hin. Der Geruch. Okay. Es gab nur wenige Überlebende und selbst das war für uns schon sehr überraschend. Wir sammelten Trachten Ordnung rein
und siedelten uns am Dock an. Nach und nach wurde es hier recht gemütlich. Mhm. Also hier muss es einen riesigen Tsunami gegeben haben. Da die Reaktoren funktionierten. Als der Brennstoff schließlich ausging, hatten wir ein schwimmendes Kraftwerk bereitstehen. Ja. All dieser Luxus führte allerdings zu Gerüchten. Okay. Daher kamen immer mehr Banditen her, um sich das anzusehen. Mhm. Eines Tages kam dann Tom hier an. Er bot das hat an, auch gesagt. Unsere Kräfte zu vereinen. Scharfschütze, runter! Hat er nicht! Alles gut, lass den Kopf unten. Oh, ich wollte doch die Geschichte hören. Wollte wissen, inwiefern das mit Toms übereinstimmt. Offenbar sind wir sicher. Hast du gesehen, woher die Schüsse kamen? Ich kümmere mich um ihn. Du bleibst hier. Ja. Du sicher? Ja. Ach. Sam? Ach gut, okay, muss hier runtergehen, ne? Okay. Okay, hier gibt's nur grün. Das ist schon mal positiv. Hier rüber. Das würde ich nämlich. Ich glaube, hier war auch so ein Dings, geheimes Versteck. Da frage ich mich doch, wer auf uns geschossen hat. Aber ich denke, wir werden es ja bald erfahren. Ich denke, das erfahren wir. Ah, Nase juckt. Hier gibt es nichts mehr. Okay. Sollte ich auch so langsam mal wieder eine Pause machen. Der Kiefer tut schon wieder weh. Vom vielen Reden. Das bin ich gar nicht gewohnt. Brigodica. Normalerweise rede ich ja nicht so viel. Ich rede ja nur in meinen Let's Plays. Ja. Hab halt nicht so viel Gesellschaft. Okay. So dunkel ist es hier gar nicht. Nee, dann würde ich tatsächlich sogar jetzt sagen, bevor mir die Aufnahme wieder von selber abbricht. Ich habe nämlich mal wieder nicht auf die Zeit geachtet, obwohl ich eine Uhr direkt vor meiner Nase habe, aber irgendwie würde ich es dann sowieso vergessen. Und dann sehen wir uns dann gleich später wieder, ne? Wenn die Pause jetzt ein bisschen länger war, ich bin mittlerweile ja auch bei meinen Eltern angekommen, etc., habe mit dem mega langsamen Internet einen Großteil der Folgen hochgeladen. Wollen wir doch mal hier, ne, weitermachen mit Sams Story. Wer hätte das gedacht? Es war wirklich so einfach, wie nur ein Ticket zu buchen. Naja, fast. Ich muss lediglich ein paar Brennstäbe besorgen, um die Reaktoren des U-Boots wiederzubeleben. Wie schwer kann das schon sein? Haben die Russen das Zeug nicht überall herumliegen? In diesem Fall gibt es allerdings nur einen Mann, der tatsächlich weiß, wo man danach suchen muss. Und durch puren Zufall habe ich ihn bereits getroffen. Jetzt muss ich nur noch den Captain wiederfinden. Das sollte so einfach sein, wie die Nadel im Heuhaufen zu finden. Zum Glück hat Tom mich neben den neuen Waffen auch mit einer Karte versorgt, die einige der Verstecke des Captains zeigt. Natürlich gibt es keine Garantie, dass der alte Mann in einem davon ist. Aber wenigstens habe ich einen Ansatz. Naja, gefunden haben wir ihn ja schon. Soweit ich mich erinnere, bin ich jetzt gerade dabei gewesen, den Scharfschützen zu erledigen, ne? Ja. Ja. Ich war in dem Gebäude mit dem Scharfschützen. Definitiv. Gut, dann, wollen wir das mal erledigen, ne? Na komm. Los. Ladeschirm. Mach schon. Du musst mir den Text nicht 3 Jahre zeigen. 2 Sekunden reicht auch. Los. Lass mich auf Weiter drücken. Nicht? Okay. Ja, in der Zwischenzeit habe ich derweil nichts geschafft. Nein, doch. Wie gesagt, habe ich ja ein paar Folgen hochgeladen, habe an meinem Buch gearbeitet und habe auf YouTube die Videos mit Videobeschreibung und etc. versehen.
Mit Thumbnail etc. pp. Ich habe schon so ein bisschen was geschafft, aber nicht das, was ich gerne wollte. Was aber wiederum auf die Langsamkeit des Internets zurückzuführen ist. Weswegen ich wahrscheinlich vor Halloween nochmal meine Oma besuche und da dann den Rest hochladen werde. Wahrscheinlich jetzt sogar am Wochenende. War meine Mutter hat sowieso Geburtstag und dann passt sich das ganz gut, wenn wir das dann den Tag zusammen verbringen. Ne, zu zweit oder zu dritt. Das passt dann schon ganz gut. Ja. Na komm. Ich habe keine Themen, über die ich reden kann. Los. Ach ja, freue ich mich auch schon auf die Next Gen. Obwohl es ja schon richtig viele Negativpunkte geben soll. Auch bei der PlayStation 5. Von wegen SSD mit kurzer Haltbarkeit und etc. pp. Ja, da wollen wir... Oh, ich sag so ja. Und Snow guckt mich an. So nach dem Motto, oh, die SSD ist nicht lange haltbar, wie können die das nur wagen? Das ist so der Blick, den sie gerade drauf hat. Hi Snow. Oder die guckt mich einfach an, weil ich, weil es nicht gewohnt ist, dass ich mit meinem Nichts rede. Und wenn zwischendurch mein Vögel zwitschern, ja, manchmal sind zwei Vögel. Ich habe sie zwar zugehangen, damit sie nicht so, ne, ein bisschen ruhiger sind, aber so zwischendurch werden die wohl auch nochmal ein Wörtchen von sich geben, gerade wenn ich die ganze Zeit nur rede. Das machen ja sehr, wenn ich Musik oder so anhab, machen sie das ja auch. Ne? Hansi und Peter? Ja. Noch sehr leise, aber mal gucken, wie das jetzt ja, im Laufe der Aufnahme sich ändern wird vielleicht. Ach komm. Spiel. Okay, dann trinke ich halt noch einen Schluck. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken. Ne, fange ich jetzt langsam an zu sagen, dass die viel trinken und so, ne? Ich habe hier mein, was ich jetzt seit kurzem für mich entdeckt habe, Olodak. Habe ich zwar schon viel drüber gehört, aber ich wusste halt nicht, dass es so vom Geschmack her ist. Ich hatte halt was komplett anderes im Kopf. Keine Ahnung warum. Aber es schmeckt halt wie dieses Bum-Bum-Eis. So, ha, genau. Und ich habe halt gedacht, okay, das geht vielleicht in Richtung Sprite. Weil es halt von der... Genau, und nicht keine Ahnung warum, weil das von der hinten... Ich gucke mir ja meistens die Zutatenliste an. Ist so ein ja, Tick von mir, seitdem ich mal eine PDA-Lehre gehabt hatte. Oder zumindest angefangen. Und das ist halt die gleiche wie bei Fanta, Sprite und etc. pp. Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, das geht so ein bisschen in diese Richtung und nicht, ja. Oh, wir fangen wieder hier an. Verdammt. Okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Nein, das war es nicht, was ich machen wollte. Das ist auch nicht, was ich machen wollte. Das ist das, was ich machen wollte. Hier auch was gucken? Nee, das ist einfach nur ein Steg. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt so, weil ich ja hier drin schon gewesen bin und alles schon mal mitgenommen hatte. Brigodica. Ja, sag ich auch immer. Hier war, glaube ich, sonst nichts mehr in dem Raum. Ja, ja, komm. Hier drin sind wir auch schon gewesen. Oh, ja. Na komm. Also dunkel ist das ja gar nicht hier drin. Ich war irgendwie der Meinung, das wäre dunkler. Okay, vielleicht an anderen Stellen. Und nicht unbedingt gerade hier vorne. Okay. Obwohl, hier geht es eigentlich auch noch. Naja. Nehmen wir den ganzen Schrott hier wieder mit. Den wir vorhin schon mal hatten. Alles ziemlich runtergekommen und unter Wasser. Ja. Okay. Cool. Okay. Oh, ja. Es sind zu viele Freaks. Hä? Jetzt muss ich mal kurz... Okay. Ah ja, hier ging es lang. Ich wollte sagen, hier war doch irgendwo das Versteck.
Schneeblocher. Ew. Wie gesagt, das wird mich so manches Mal, wenn dann halt eine lange Zeit nichts war, noch erschrecken. Und ja, daran habe ich mich noch erinnert, dass hier das Garn versteckt ist. Nee, das ist doch so ein bisschen dunkel hier drin, ne? Oh. Nehmen wir mal hier die Sachen. Ja, du. Ihr könnt da unten ruhig rumkrakeln, das interessiert mich eigentlich einen Scheiß. Ihr habt eh nichts zu sagen. Wenn ich euch erstmal besiegt habe, dann, ja, seid ihr sowieso klein und tot. Ja. Harasho. Genau. Hier war der Durchgang. Genau, hier war sowieso nichts mehr. Dann haben wir das Versteck jetzt auch mitgenommen. Ja, da vorne ist auch nochmal deren Symbol. Ich gucke trotzdem hier nochmal auf den Balkon. Oh, guckt euch das mal an, ey. Hier früher gewohnt zu haben, muss echt gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Das war bestimmt richtig nice. Kurz speichern. Ja. Und tschüss. Ich bin übrigens durch... ich bin übrigens durchs Fenster, ne? Falls jemand fragt. Ja. Ich wollte die eigentlich nicht abknallen. Falls jemand fragt, ich bin durchs Fenster geflüchtet. Kurz hier das Licht ausmachen, damit man mich hier drin nicht sieht. Es ist halt echt dunkel hier drin. Oh, kommen die gar nicht hoch. Sind die nicht in der Lage, hier hochzuklettern? Ja, klar. Okay. Wir können wieder raus. Nee, nicht zu weit. Oh, die steht ja immer noch da. Aber er dürfte mich eigentlich nicht sehen können. Okay. Okay. Eigentlich hatte ich den so von hinten sneaken wollen und gar nicht abknallen wollen. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wenn ich die abknalle. Weil wie gesagt, man kann ja am Ende sowieso... kann man eh entscheiden. Und... hier ist halt einer... es werden die halt eigentlich böse. Also weder, hier der Captain noch Tom sind einem böse, wenn man hier nicht sneaky durchgeht. Ist halt anders als jetzt im Hauptspiel oder generell in der Hauptreihe. Und dann muss ich dringend noch, habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber noch machen. Ja, der Fall geht in eine andere Richtung, ich weiß. Einmal die Bücher jetzt nochmal zu Ende einsammeln. Und diese Vorlesefolge machen und halt gucken, wegen der Vorgänger. Oh, ein Teddy. Ja, ob ich den auch spiele. Last Light habe ich mir leider noch nicht gekauft, hatte ich aber noch vor. Und Redux hatte ich schon. Beziehungsweise gekauft hatte ich mir die, glaube ich, schon auf der PS3. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung hatte. Aber, ja gut, ne? Oh, kann ich hier was finden? Das hatte ich jetzt aber nicht gewusst. Hä? Hätte. Könnte ich denn da was reinmachen? Oh, nee, würde sowieso nicht funktionieren. Ja, okay. Ah, hier liegen noch ein paar DVDs. DVDs, ja. Kassetten, sorry. Videokassetten. Oh, das waren noch Zeiten damals mit den Videokassetten. Und ich bin tatsächlich noch damit groß geworden.
Beziehungsweise mehr oder weniger, weil ich bin nicht gerade riesig. Ja, da hinten ist der Scharfschütze. Da komme ich nicht hoch. Aber muss ich auch, ja, muss ich auch gar nicht. Müssen da noch nicht mal raus. Das sind, glaube ich, keine Ahnung. Nicht Kästen oder so gewesen. Oh, ich kann von der... Cool. Das hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Habe ich jetzt hier Zappenduster gemacht? Ja. Wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, aber... Kann ich das Buch hier lesen? Nein. Das ist keine Notiz für ihn. Aber ich meine... Hier lagen noch ein paar Sachen rum. Oder das war im anderen Gebäude, wo der Scharfschütze ist. Das ist natürlich auch gut möglich, aber wir nehmen ja trotzdem hier alles mit, was wir finden können. Okay. Ah ja, hier komme ich noch hoch. Ja. Ja, ich weiß. Aber hier, solange ich hier drin bin, erwischst du mich sowieso nicht. Er ist da drüben. War hier nicht noch was? Ich hab's gewusst. Oh, so viel habe ich nicht eingesammelt. Schande über mich. Eine Notiz von Korsch. Leute, diesen Monat müssen wir mindestens 50 Fässer Öl mehr produzieren als letzten Monat. Ich habe mit den Jungs von der Feuerwache gesprochen. Die werden uns Krüppel der Spitzenklasse verkaufen, die darauf abgerichtet sind, Fische zu fangen. Und gebrandmarkt sind sie auch. Kosten 5 Fässer pro Kopf. Das ist ein Schnäppchen. Über Köder müssen wir uns dann keine Sorgen mehr machen. Man muss nur eine Granate in die Suppe werfen und einen Krüppel zum Einsammeln der Fische schicken. Und danach bekommt man Schrimps in Hülle und Fülle. Ab heute schieben wir rund um die Uhr Dienst. Nachts machen wir Lampen an, um die Schrimps anzulocken. Aus denen können wir tagsüber Öl gewinnen. So nutzen wir unsere Fallen optimal. Denkt erst gar nicht daran, nachts zu schlafen. Ich überwache euch alle persönlich. Korsch. Ja, der Typ ist jetzt nicht gerade die hellste Birne. Muss ich ehrlich sein. Ehrlich sagen. Und er ist halt nicht die netteste Birne. Ich weiß zwar nicht, wie Birnen nett sein können, aber, ne, nett ist er nicht und hell ist er auch nicht. Was? Oh, cool. Ah, hier liegt ja jemand. Hast wohl nicht überlebt, ha? Huh? Mal kurz hier aufladen. Dann einmal die Leiter hier runter. Sehr schön getarnt. Ah, hier liegt auch noch was rum. Beinahe übersehen. Beinahe übersehen. Okay. Man sollte nicht gerade mit Laser arbeiten, wenn man als Scharfschütze arbeitet. Nur so. Ja, solange ich auch gedeckt gehe... Ja. Hui! Ja. Ich will es nicht anders. Ihr wollt es nicht anders. Ja, ich weiß, den hätte ich jetzt auch so umlegen können. Ja. Bist du denn? Da oben war er doch irgendwo. Okay. Das ging schnell. Der hat sich jetzt leicht einschüchtern lassen. Ich habe Nutzer nur alle abgeknallt. Wie gesagt, in sowas bin ich eigentlich, wenn es jetzt nicht gerade das große Moralsystem gibt und man halt nicht gegen Ende, ja, irgendwie dadurch das schlechte Ende bekommt, bin ich eigentlich ziemlich gut. Also ich bin jetzt eigentlich ganz gut hier durchgekommen, oder nicht? Würde ich jetzt behaupten. Dann einmal hier
Nö. Ne, Tür ist ja zum Glück offen. Ich hab's aber, glaube ich, auch schon mal sneaky reingeschafft. Da haben die hier alle drin sich drum getummelt. Kann natürlich aber auch sein, dass immer noch welche hier drin sind. Und haben sich darüber beschwert, dass halt vorne die Eingangstür nicht abgeschlossen ist. Ja, okay. Ah ja. Okay, die sagen nicht den Standardtext. Schade. Jetzt kommt der Text. Natürlich habe ich das. Hast du sie verbarrikadiert? Nein, warum genau? Warum? Weil wir nicht wollen, dass der Mist kommt. Ah, er kommt sowieso nicht rein. Das Schloss ist wirklich robust. Robust oder nicht, du verhältst im Auge. Verstanden? Ja, verstanden. Ja, verstanden. Alter, so lost die, ey. Ja, die Typen sind so lost halt, ne? Das ist echt nicht mehr feierbar. Okay, dann nehmen wir einmal hier noch die Sachen mit. Ich hab den groben Umriss eigentlich, glaube ich, noch im Kopf. Mal gucken, wie gut ich mich erinnere. Ne, ich meine, bin ja jetzt nicht so schlecht. Hey, du da? Ja, ja, ich bin hier. Könntest du mir meine Frage... Wo bist du? Ja, ich hab ihn gefunden. Scheiße, da ist er gar nicht. Du eine Ratte, tut mir leid. Ah, nee, ey. Geil. Ich hab ihn gefunden. Ah, nee, ist doch eine Ratte. Ich seh, hä? Wo denn? Ich seh dich nicht. Wie, du hast mich gefunden? Da wüsste ich aber, Jungchen. Ich glaube, da ging es zu dem Typen, ne? Oder auch nicht? Hier irgendwo ging es zu dem Typen. Ah ja, haben sie gut gemacht. Okay. Ja, ich weiß, hier geht's auch noch raus. Kurz Spurchen. Ah ja, hier. Okay. Darf sich jetzt nicht zu mir drehen? Was macht der da? Ja, ich weiß, ich habe mich aufmerksam gemacht, aber... Die vergessen es auch schnell wieder. Ich meine, die suchen mich ja eh schon. Oh du, ich mache euch alle hintereinander fertig. Kann ich dich nicht davon erschießen? Hä? Ja. Okay, das funktioniert eh nicht. Das kriege ich nur von einer Seite auf. Und hier? Samarta. Ja. Nö, will er nicht. Muss ich nicht. Da hat jemand eine Spinne mit einem Messer und einem Teddy aufgespießt. Hat er jetzt tatsächlich hier... Ah, nee, ey. Hat er jetzt tatsächlich hier... Ah, oh, schön. Ah, oh, das sind Gimmicks, die gefallen mir. Nö. Ich hab mich nicht versteckt. Ich lauf hier offen rum. Sag mal, Habt ihr...
Wenn ja, nehme ich gerne mit. Ich bin so, ne, Trödel sammeln und so. Zumindest in dem Spiel hier. Voll dabei. Ah, ich könnte hier spielen. Aber da er ja sowieso immer nur die eine Melodie spielt. Ich glaube, nur mit der Mundharmonika spielt er die mehreren Lieder. Achso, okay. War ich das? Das kann sein. Nase juckt. Da ist nichts Gefährliches. Nur so ein blöder Schweinehund. Wirklich direkt in dem Loch, in dem er sich versteckt. Naja, ich bin nicht gefährlich. Ich bin nur ein Schweinehund. Ich verstehe schon. Wo ist deine Waffe, die du hattest? Ah, da. Jo, ja, mach das mal. Okay. Voll interessant. Können wir das nächste Mal bereden, ne? Nee, ich bin hier. Wo auch immer hier ist, kann ich gerade nicht sagen. Ich habe es nur so ungefähr im Kopf gehabt. Okay. Hier ist nichts. Sehr cool. Ah, hier komme ich hier raus. Das verstehe ich nicht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dass du das nicht verstehst. Okay. Bin ich nicht hier drin schon gewesen? Also zumindest scheint hier... Doch, nee, ich war hier noch nicht drin. Hier sind noch Sachen. Falls ich hier noch was übersehe... Dann ja nicht. Wie? Damit will er nicht spielen. Versteh einer mal die Kerle. Okay. Alles sicher? Alles sicher. Hier ging es, glaube ich, zu dem Boss. Dann gucken wir uns definitiv nochmal. Oh doch, hier war der Typ. Okay. Gut, dann sind wir hier auch durch. Ja. Mache ich mir hier mal einen Shortcut. Einmal hier auf. Und da vorne lag irgendwo noch ein Typ, ne? Soweit ich mich erinnere. Da, wo bin ich denn hier nochmal raus? Hier. Nee, doch nicht. Hier bin ich... Hier läuft irgendwo einer rum. Das soll mich jetzt... Ah ja, hier bin ich weiter. Soll mich jetzt aber nicht interessieren. Hier komme ich nicht durch. Da, der Typ, den habe ich noch. Hier war ich auch noch nicht drin. Sonst wäre das hier schon aus. Okay. Cool. Ja, nehmen wir mal so mit. Sehr schöne Bilder hier an den Wänden. Aber... Jetzt kommen wir durch, ne? Yes. Genau, das war die Tür hier direkt dran. Das war aber nicht die Tür, die ich haben wollte. Das war, glaube ich, die Tür hier. Ne? Ich bin mir sicher. Ja, das war die Tür. Okay. War das hier ja auch abgesucht. Jetzt gehe ich mal nach oben. Bei einer Leiter.
Hier unten sind wir ja durch. Ich weiß auch nicht, was ihr hier macht. Da bin ich überfragt. Das müsst ihr schon selber wissen. Wenn nicht, dann seid ihr echt arm dran. Ach, da unten ist das. Okay. Okay. Das war halt einfach nur... Ist einfach nur eine Abkürzung. Aber habe ich hier oben nichts? Also, gar nichts? Wieso sollte es sich dann lohnen, hier hochzukommen? Das ist jetzt aber merkwürdig. Dich habe ich auch. Oder ist das nur noch der Korsch, der hier rumlabert? Gut möglich. Ja, hier bin ich auch durch, ne? Gut, dann einmal ruhig holen. Eigentlich hatte ich mehr Briefe in Erinnerung. Aber wie gesagt, auch zu dem hier werde ich dann gegen Ende irgendwann mal vorlesen, wenn ich alles gefunden habe. Ich glaube, ich habe in einem Gebäude vorher was verpasst. Kann das sein? Ich glaube schon, weil ich war mir sicher, dass zu Korsch mehr Briefe existieren, die seine Vergangenheit erklären. Das ist der Typ. Jetzt nicht gerade stark. Ruhig, ruhig, Mann. Ich ergeb mich. Ja, ich weiß. Schon gut, ich verstehe ja jetzt, dass du es ernst meinst. Ich werde dir auch keine Probleme mehr machen. So, jetzt haben wir gleich zwei Möglichkeiten. Wir nehmen... die hier. Die andere wäre auch nicht besser gewesen, glaubt mir. So eine Granate, Ed, Sam hier. Scharfschütze erledigt. Gute Arbeit, Sam. Komm zum Gerüst runter. Ich sammle dich dort ein. Okay. Ja, ich wollte nur einmal drauf schießen, aber verballer deine Munition. Haben wir genug. War hier nicht noch was? Was hier hinter? Nein. Aber da unten war noch was. Also wir gehen noch nicht direkt zu Ed. Und? Hat sie dir Probleme gemacht? Nö. Nikakich Problem. Nö, nö. Genau, hier war nämlich noch eine Tür, die wird von innen nicht aufgekriegt hat. Da, die da. Ne? Ja, die will nicht aufgehen. Hier haben wir noch Musik. Die wir auch noch mitnehmen können. Ja. Ein neues Lied. Hab mal kurz einen Schluck getrunken. Kannst ja jetzt weitergehen. Nimm das mit. Geht doch. Geht doch. Ja. Was haben wir hier alles? Machen wir einmal. Okay. Können wir auch einmal sauber machen. Ja, da haben wir ja auch gerade genug Muni gefunden. Siehst du, da hätte man nämlich die Handgranate benutzt bei dem anderen Symbol. Okay. Dann hätten wir das einmal. Nehmen wir noch das hier mit. Ja, nicht übel. Ja, sehe ich genauso. Ha. Ansonsten haben wir hier tatsächlich nichts. Nehmen wir mal wieder raus, weil wir ja alles mitgenommen haben.